Das 18. Jahrhundert ist ja voll von Zeugnissen über Männerfreundschaften. Das war eins der großen Themen. Reihenweise sind die sich um den Hals gefallen, haben sich geherzt und geküsst, haben sich Liebe geschworen bis in den Tod. Ich träume, lieber Fritz, den Augenblick, habe deinen Brief und schwebe um dich. Oh, Liebe, Liebe, die Armut des Reichtums. Und welche Kraft wirkt's in mich, da ich im andern alles umarme, was mir fehlt. Die einen haben gesagt, wunderbar, da lieben sich Freunde so, wie sich Freunde lieben müssen. Und sie drücken das herrlich literarisch aus. Und die andere Seite der Kritik formulierte, dass man das Gefühl hatte, das sei so übertrieben, es würden zu viele Küsse ausgetauscht. Ich würde sagen, Goethe war polysexuell. Er hätte es vielleicht auch mit rasierten Affen getrieben. Aber ich würde sagen, die konnten ihm nicht so viel Bewunderung zollen wie die Jungs und die Mädels. Also davon muss man in jedem Fall ausgehen. Er hat in Italien gewissermaßen alle Spielarten auch von Erotik, Sexualität kennengelernt. Er schreibt an Karl August, als er in Italien ist, dass er Dinge in Italien gesehen hat, die er unbedingt mit ihm besprechen muss. Sie werden ein sonderbar Phänomen begreifen, das ich nirgends so stark als hier gesehen habe. Es ist die Liebe der Männer untereinander.